Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy. Und ich bin Nick. Und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Wir sind hier bei Idris. Der hat ja, ja neue Sachen, neue Rennen und Wahrsagen kann man. Nick, siehst du das bei ihm? Kannst du das sehen? Hilfe, er steht immer drin. Kannst du das sehen, das Ausrufezeichen über seinem Kopf? Das ist blau. Sprich mit Xin, nachdem du Schmetterlingsrennen beendet Ah, hast. okay, ja, da musst du noch kurz warten, weil ich kann nämlich hier. Ah, nein, jetzt habe ich es durchgeklickt aus Versehen. So. Ich kann nämlich hier noch was anderes machen. Weg mit dir, kleiner Floh. Ich muss mir Tricks für meine nächste Show ausdenken, weil du neulich den Vorhang so abrupt fallen gelassen hast. Aber Schatz, ich dachte, wir sind wieder gut. Es war unser Traum, Pferde jenseits aller Vorstellungskraft und ein Rennen ohne Grenzen. Schade, dass wir dieses Spektakel nicht wiederholen können. Jetzt, wo meine Pferdestars nur noch aus C bestehen. Es sei denn, sprich mit Idris Erinnerungen an einen Traum. Oh, das ist das zweite Dakota, du wärst wieder ein Pferd, dieses Mal ohne Tricks, nur für das Rennen und du könntest weitere magische Gestalten annehmen, aus Träumen und Albträumen inspiriert. Ja, du gegen C, die Revanche des Jahrhunderts. Doch warum nicht weitermachen, ma chérie? Lade deine Freunde ein, ihr könnt alle gegeneinander antreten. Dieses Mal ohne Tricks. Wenn das Rennen zu Ende ist, verwandle ich euch in Menschen zurück. Ich schwöre es im Namen von Pandoria. Oh, das wird ein Spaß, ein großartiger Zeitvertreib, um eure menschlichen Herzen mit Freude zu füllen, bis zu dem unvermeidlichen Tag, an dem eure Welt für immer ausgelöscht wird. Oha. Sprich mit Xin, wenn du C herausfordern möchtest. Oder verwende die Renntafel, um mit deinen Freunden ein Gruppenrennen zu starten. Oha, Nick, oha! Wo bist du denn, mein kleiner Schatz? Das bist du nicht. Ich bin Da bist du. zwei hinter dir. Zu einer Gruppe einladen. So, dann nimmst du mal die Gruppeneinladung an. Yippie. So, da hinten ist die Tafel. Warte mal kurz. So. Starte einen Gruppenwettbewerb. So, jetzt musst du OK drücken. Ach, das hast du schon öfter gemacht, gell? Okay. Oh mein Gott, Niki, es geht los! Oh mein Gott, wir sind so schön! Wer bin denn ich? Oh, ich bin C! Ich bin C, Niki! Ich bin C! Ich kenne die Pferdenamen nicht. Oh Gott. Hilfe! Nein! Ich hab's. Oh nein, Niki. Bist du genauso schlecht wie ich? Nee, Ich bin, ne? glaube ich, vor dir. So, das ist vor mir, Leute. Es ist. Da rennt er. Seht ihr Wollte. ihn? Seht ihr ihn? Da rennt er. Nein, Der Nick. nein. Aber ich bin die C, Leute. Ich meine, wie schön bin ich denn bitte? Seht ihr Oh. Oh. mich? Nein, 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 Oh nein, mein nein, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein. mein Gott. Ah! Okay, Leute, ich kann euch die C nicht weiter zeigen, weil ich krieg's sonst nicht hin. Da rennt er. Wir holen ihn schon noch ein, Leute. Da, seht ihr? Schon haben wir ihn eingeholt. Mann, der Wow! Oh Gott. So. Aua. Das ist cool, das Rennen, oder? Und vor allen Dingen, wenn wir zu mehreren sind, Nick, das müsst. Oh, jetzt bin ich stehen geblieben. Wenn wir zu mehreren sind, dann können bis zu fünf Leute können so besondere Pferde sein. Das ist doch mega cool, oder? Hilfe. Ja, das ist mega cool. Lauf, Niki, lauf! Lauf, Niki, lauf! Oh mein Gott, wo muss ich hin? Oh mein Gott, es ist schon so lange her, dass ich dieses Rennen gegangen bin, aber es ist. Und vor allem, ich bin C. Ich meine, wie cool ist denn das bitte? Aber man könnte doch bei den Ringen außen rumlaufen. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh nein, ich habe irgendwas gedrückt und jetzt habe ich irgendwie. Wo muss ich denn hin? Kann ich da. Oh mein Gott, ich Hä? hab's. Hä? Lol. Oh mein Gott, ich sehe das Ziel, Leute. Dann mache ich jetzt noch kurz ein Foto von meiner C. Der Nick ist eh noch nicht da.
Ich überspringe gerade alles. Was? Hä? Wie geht das denn? Lol. So. Erster! Wow, das war super cool, Niki. Das müssen wir öfter machen. So, dann gehen wir das zweite Rennen, Niki. Okay. Xins Schmetterlingsrennen im Zirkuszelt. Ach so, jetzt warte mal. Da machen wir wieder ein Gruppenrennen. Warte kurz. Ich starte wieder ein Gruppenrennen, okay? Okay. Oh, ich war so schlecht. Ja, aber du hast es ja noch nie gemacht. Ich hatte ja den Vorteil, ich hab das... Oh mein Gott, es geht schon los! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Niki! Ah, das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist so cool, das Rennen, aber ich kann... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss dahinter. Oh Leute, es ist peinlich, es tut mir leid. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Boah, das sieht so toll aus, Nick, oder was meinst du? Ah! Ja, genau, das denke ich mir auch. Also, ganz ehrlich, ich bin einfach zu dumm für dieses Rennen, ganz ehrlich. Ich hab verloren. Yay! Ach, du hast nur 4? Ja. Oha, Niki, oha. Bench, Leute, das ist so cool. Macht. Ich kann euch nur sagen, Leute, macht diese Rennen mit euren Freunden, weil es ist einfach am lustigsten. So, als letztes gehen wir noch zu diesem Zelt. Das ist mega cool. Siehst du das Zelt, Nick? Du siehst es, glaube ich, gar nicht, gell? Ach, ich muss absteigen. Okay, Moment. Ich kann mich. Ich bin im Zelt. Du bist im Zelt? Warte, ich komme auch. Ach so, da sehe ich dich. Da sehe ich dich aber wahrscheinlich nicht im Zelt, ne? Oha, hallo Idris. Willst du deine Zukunft erfahren, um deine Vergangenheit zu verstehen? Möchtest du Glück, wahre Liebe oder das perfekte Pferd finden? Dann bist du hier genau richtig. Der wunderbare Idris sieht alles. Entspann dich, damit ich die Antworten besser erkennen kann, nach denen du suchst. Ja, so ist es gut. Jetzt kann ich beginnen. Beschäftigst du dich heute mit Pferdesportangelegenheiten oder möchtest du vielleicht etwas tiefer in dein Schicksal eintauchen? Sag mir die Zukunft für ein Pferd heraus. Ich nehme die geheimnisvolle Weissagung. Was soll ich nehmen, Nick? Sag mir die Zukunft für ein Pferd voraus oder ich nehme die geheimnisvolle Weissagung. Das erste klingt spannender. Okay, sag mir die Zukunft für ein Pferd voraus. Jetzt fügen sich die Teile zusammen. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh mein Gott, Niki, ich bin voll aufgeregt. Stell dir einen wählerischen, gelben Jütländer vor. Versuche mehr wie dieses majestätische Tier zu sein. So wirst du dich von Verzweiflung befreien und dein Potenzial für Hoffnung freischalten. Du siehst verwirrt aus. War meine Weissagung nicht präzise? Sei geduldig, Moscheri. Mit der Zeit wird alles klar. Komm morgen wieder und du fährst mehr. Es macht mir großen Spaß, in deine Zukunft zu blicken. Ja, das glaube ich dir, Idris, dass dir das Spaß macht. Mir macht Spaß, auszuwählen. Wow. Was macht dir Spaß, Schatz? Auszuwählen. Ja, das ist mega, oder? Das ist voll lustig. So, dann geben wir dem Schatzi noch ein Bussi. So, yes. So, Bussi für den Idris-Schatz. Ja, dann war es das auf jeden Fall von diesem Update. Ihr könnt die beiden Rennen natürlich auch ohne eure Freunde machen und dann XP verdienen. Und die auf jeden Fall zu eurer Levelrunde hinzufügen. Ja, mir hat besonders die Weissagung gefallen. Das fand ich super cool. Das Rennen ist, denke ich, mit 5 Freunden noch viel cooler. Das mache ich auf jeden Fall auch noch off-camera. Ich wollte jetzt die Rennen hier mit Nick gemeinsam machen, weil der geht jetzt nämlich die letzten Tage von unseren Ferien noch zu seiner Oma. Das hat mich sehr gefreut, Schatz, dass du noch mitgemacht hast, bevor du losgehst. Und ja, dann hätte ich mich auf jeden Fall schon verabschiedet von diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.
Servus!